Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zum, ja, Chaos XXL Häckseln. Ich weiß es nicht so genau, zusammen mit Tino und der kommt, ohne die. Hi Leute! Hallo! Hi! Tschüss! Ne? So. Guck, da hast du gesehen, wer gefallen ist. Zap, Ziel, zap. Ja, und auf geht's. Gerade bitte. So, wollen wir die einmal zusammen runterfahren hier? Ja, ich warte hier vorne. Oder wo sind die andere? Wo sind die andere jetzt hin? Ach da. Okay. Ach so, ich bin da ganz voll. Ups. Sehr gut. Na, wenn nicht, dann fahrt ihr die zwei schon weg. Ah, wir können auch warten. Dann wartet kurz. Ich denke, allzu lang wird es nicht dauern. Ja, bei den ganzen Stämmen, da hast du recht. So, und das Einfachste wäre auch wirklich, wenn wir dann hier die Dünnen einfach mit der Handfix nehmen und reinschmeißen. Was hier kreuz und quer liegt, weil ansonsten kriegt man ja echt das Chaos nicht beseitigt. Ja, ich krieg die Hand immer noch nicht angezeigt. Da kann es sogar passieren, dass du neu connecten musst. Ja, dann mach ich jetzt aber nicht. Magen, gibst du den Überladewagen noch mit? Überlader? Neu connecten kann man dann gleich noch mal. Ich wollte mit Ace mitnehmen. Ja, IT-Wander, der zweite ist hier nicht mehr. Achso, willst du mitnehmen? Der ist schon weg. Die andere Runge, dass hier was unten ist. Nehme ich den Überladewagen noch mit. Wo ist denn andere Runge? Ist die Limette nicht, oder? Vorne? Ach, hier. Ah? Jetzt hab ich gesehen. Wer ist zu weit, Tino? Drüber geworfen. Ging drüber. Was? Nur da eins. Geträumt oder wie? Das war das Müsli vom Landwirtschaftssimulator. Hat das Ding geschmeckt? Ich hab's noch nicht probiert. Ich hab nur den Traktor aus der Verpackung raus. Die Milch habe ich allerdings getrunken, weil die war ja nur bis bestimmt Datum haltbar und die war in der Tat milchig. Ne, die war echt lecker, also die war echt gut. Die hat auch irgendwie anders geschmeckt. Da kam doch Kindersinn irgendwo, oder bei dir? Früher war auch eine Verpackung mit Geschenken mit dabei. Mit dem Traktor. Der liegt schief drauf. Ich weiß! So, auf jeden Fall, so, jetzt aber. Okay, jetzt muss ich den noch nehmen hier. Es ist ja irgendwie, sitzen hier manche Leute zu fein aus dem Traktor mal auszusteigen. Ja, wird halt schon mit Winter. Hallo? Der kalt draußen. Ja. Ach, siehst du, Renny, ja? Das wollte ich dich noch fragen, sag mal, ist dein Kanal bei einer Jahreszeit abhängig? Ja, ja. Geil, ne? Wie jetzt? Ja, ich habe einfach Chico nochmal den Auftrag gegeben, nochmal ein bisschen was zu Weihnachten zu machen. Ach so, okay. Ja, weil ich das ja gedacht habe, warum nicht? Fand cool, muss also, ich sagen. Also, ja. Für Feiertage direkt jetzt, so für Fuß und Betag, wollte ich jetzt nichts machen, ne? Nee. Was soll ich denn da machen? Fuß und Beetzepol, aber. Ja, ich krieg den nicht rein, ich wäre jetzt zusammengequetscht. Ja, ja, müssen nur noch reinschieben. Ja. Das war jetzt auch mal der optimale Fall, dass ja alle Zange nicht rumgepackt sind. Okay. Morel, kommst du klar? Ja, ja. Einfach nein stecken, sind wir drei. So, Marc. Marc, du stellst den jetzt rückwärts. Einfach an den anderen. Hatte ich vorgehabt. Erzähl da nicht. Ja, der mach, wenn du das vorhattest. So. 98, 99, 100. So, auf geht's. Der grüne Dings kann direkt drunter gefahren werden. Das kann irgendwer eben machen. Richtig. Andi, wie schaut's aus mit Lieferung? Inwiefern? Nee, ich weiß nicht. Die Straßen lang, da haben wir noch Autos im Weg. Wir haben was drei ist? Stück hier oben, aber ich weiß nicht, wie es unten ausschaut. Okay. Also hier unten kann dann langsam wieder Nachschub kommen. Ja, okay. Also ihr könnt oben die Rungen auf jeden Fall vollpacken. Ja, dauert halt. Ich glaube, wir haben wirklich, wirklich extrem viel. Zu viel. Ja, es kommt drauf an, wie viel ihr noch unten braucht. Also wenn ihr jetzt sofort braucht, können wir was runterfahren. Was auch gerade passiert. Ne, wir haben ja noch eine volle Runde liegen, also. Warum die nächste? Boah, Lars, du Muschi, bremst da, ernsthaft. Ja, bevor Volker, zack, Junge, inne weggenommen, mein Freund. Ey, warum ist das schnell? Oh, du fährst inne, du bist schneller. Aber was zum Abfahren an der Kurve.
Ich sehe schon, das kann nicht gut ausgehen. Das geht gut. Woche im ersten Strauch gekriegt? Durfte es nicht mehr. Zack, war klar. Dann nimmt er mir die Vorfahrt. Wie wär's denn, wenn wir einfach mal den mit dem Schiebeschild da rausfahren? Ohne dass ein Traktor davor ist? Was macht ihr? Das ist ja niemals angehangen, das Schiebeschild. Ja. Was? Selbst wenn es angehangen wäre, es wäre doch einfach sinnvoller. Ah, wallaballa. Den Traktor wegzufahren. Möchtest du mal reinschieben? So weit denken wir. Versuch's mal bitte, ja. So. Wollen wir alle drei zusammen machen? Das wird, glaube ich, so nichts werden. Kippt ab, wenn ihr drin seid. Ja. Was ist noch mal spannend zu lösen? Was ist die so? Ja. Du kriegst ja die zwei so neu geschoben, weil dann höre ich hier schon mal. Den brauchen wir, nach vorne die brauchen wir volles Maul, sonst rastet die aus. Immer vollstopfen. Dann wollen wir hier die Transportsicherung wegmachen. Müssen jetzt Fuhre 4, 5 und 6 sein, oder? 6 Molten haben wir bis jetzt, ja. Danke, geh weg. Danke. Ja. So, sehr gut. Ne, jetzt kommt er langsam ins Laufen. Ne? Ein bisschen Struktur reinkriegt. Dann geht das schon. Der Flow da ist. Der Flow. Ja, es ist halt irgendwie, ich meine, so doof wie es klingt, man kann ja immer mal durchwechseln, aber es ist schon wichtig, dass so jeder so jeder halt eine Aufgabe hat, ne? Und nicht so wild kunterbunt durcheinander. Das ist dann immer ein bisschen, bisschen blöd. Ach, scheiß Auto hier, leck mich doch am Arsch. Wäre schön, wenn ich erstmal den Hexlon laden dürfte. Aber in Gelb gefällt er mir auch echt gut, Lars, muss ich sagen, ne? Der Waldor? Ja, sieht schon cool aus. Schöne Zitronenfalter gelb. Jo. Jetzt fängt der wieder. Orange ist das ja. Orange. Oh nein. Wenn ich mir sehen, dass der cool ist. War das jetzt eine Anspielung darauf, dass du tauschen willst? Und was ist voll? Nö. Wer ist voll? Schon. Ich. Der schluckt gerade. Der Häcksler, der schluckt gerade. Ist der Häcksler wieder am Saufen während der Arbeit? Ey, das ist so ein Ding. Besser, wenn alles daneben geht. Also wortfest aus dem Kontext herausgegriffen einfach nur hört. Macht ihr jetzt so Überlade? Ja. Das nennt sich Vorrat. Warum macht ihr nicht, einfach einen Häcksler in ein ULW? Weil das die kippen nach hinten doch alle viel irgendwie zu weg. Einfach. Nee, aber das sieht lang. Irgendwie komisch aus. Aber das ist gar nicht ein Problem. Das sieht irgendwie. So, ich stell jetzt meine Multi hier ab und mach mich mal in den Wald. Marc, wie voll bist du? Also deine Mulde? 76. Gut. Warte mal, ich kann die noch mal hinten versuchen anzukrapschen, aber. Mette mit gelber Runge geht da mal gar nicht. Kann aber sein, dass sie jetzt alle komplett wegdreschen. So. Hallo, machst du zu oder? Ja, komm, schnell. Oh. Ja, fast. Jetzt muss ich nur noch. Ja. Vorne. Kannst du so ein bisschen vorne dran? Dann mache ich hier so. Komm, Alex, beiß du zu. Du musst hier wieder schieben. Ja, warte. Ja. Und einfach neu stecken. Auf Server 2 machen wir es mittlerweile so, dass man nur noch oder zum größten okay. Teil ganze Bäume nehmen und dann einfach mit dem Traktor reinschieben. Okay. Nein. Den vorne anstupsen, fährt er rein. Habt ihr irgendwie volle Rungen oben? Paul bringt gerade eine. Und du bringst gerade eine. Weil ich hätte jetzt abgeholt. Nee, warte mal, Lars, warte mal. Geht noch ein Stückchen. Willst du umräumen führen? Naja. Jo. Oh, das wird hier ja richtig leer. Yes. Kann man einen den gelben Chase Bida wegfahren, bitte? Oder Tino willst du tauschen?
Nö, alles gut. Nur den gelben Jesse Beamer hier kurz weg. Oh nö. Wir haben eine die Runge ist im Baum gebackt. Okay, ich fahre dann mal den gelben Jesse B weg. Oh, das gibt wieder Shitstorm. Wo will ich? Da krieg ich doch noch hin. Ah, geschafft. Du brauchst nicht so viel. Andi, ich pack sie dir ein klein bisschen tiefer, ne, damit sie nicht wieder im Baum landet. Pack sie am besten auf die ganz andere Seite von der Kurve. Ja, warte unten. Warte, ich lade noch auf. Hier die Kommentare schon explodieren zu dem Video. Ja, ja. Na, da sind wir ja selber dran schuld. Nee, es geht gerade eher darum, dass du wahrscheinlich aufgeklärt wirst, dass es kein JCB, sondern ein Waldrad ist. Ist der noch hinter mir drauf? Da meint ihr den Radlader? Ja, ich rede immer noch vom gelben JCB-Radlader. Ich habe ja dreimal gefragt, kann den gelben JCB-Radlader einer wegfahren? Damit ich ausgestiegen habe, selber wegfahren. Aber er ist jetzt eine volle Runde schon wieder nach unten unterwegs, eine volle Mulde. Ich habe eine volle Mulde am Hof. Du bist am Hof mit einer, ja? Ja. Also du lädst jetzt eine ab. Lass mal hier ein bisschen mitziehen können. Nur darum geht's. Warte, ich packe die hier hin, Andi, ne? Ja. Genau. Hier müsst das passen, ne? Genau. Ja. Genau. Und so, und jetzt, wenn wir die... Oh Gott, die Mulden stehen hier kreuz und quer, Alter. Das ist echt zu heftig. Ich komme sofort Ordnung schaffen. Ich kann den so halten. Versuchen wir ein bisschen nach drüben zu bringen. So. Was stabilisiert sich auch langsam wieder, das habe ich Bunny, muss das wieder einschalten. Ja. War zu viel auf einem Schlag dann. Ich habe aber auch schon einen Namen für die Folge. Einmal mit Profis. Stopp! Hey, ich der Motor nicht. Nein, wir brauchen ja nur ein bisschen organisierter. Das ist zu viel durcheinander. Und für einen Titel war das viel zu langweilig. Das muss voller sexueller Anspielung sein. Mit roten Kreisen. Ja, ja. Und Smiley ist gut. Gut, einmal mit Ranze. Nach dem Motto, Kati packt den harten Schlag. Einmal mit Ranze, ja, ich bin schon vorne genug, da hast du recht. Dass ihr wieder alle leise seid, gefällt mir. Dass dieses Förderband auch einfach mal zieht, ey, das ist nein, sinnfrei. So. Achtung, ich komme hier mit einer Mulde noch, mit einer leeren. Ja, ich habe hier noch einen Überladewagen. So. So, sorry, Tino. Nix Problem. Ja, der ist auf. Oh, jetzt kommt noch ein ULW, lol. den habe ich von Feld 6 geholt. Ja, eigentlich alles gut. Ah, gut, ich glaube, die brauchst du gar nicht abladen, Ranzer. Brauche ich nicht. Nee, ich glaube nicht, weil aufladen. Die wirst du direkt wieder aufladen können. Bei der ULW war schon ziemlich voll, glaube ich. Hallo? Da war denn hier schlampig? Also wer die Baumfräse, die mich hat stehen lassen, ne, Robert? Ja, das könnte. Ja, bestimmt. Vielleicht passt sogar alles rein. Du weißt? Oh, Randy, das ist aber ein Krab schon voll. Ja, klar. Handvoll. Was? Ja, das weiß nicht, was du im Sommer im Wald getan hast. Kannst du mal hier vorne dieses, ja gut, dann kann diese ich Dinger da hier abschneiden, diese ekligen Spitzen, weil dann passt der Aurelia ja drauf. Hore. Kommst du drauf? Warte, hier. Immer noch nicht, an hier. Da ist er wieder weggebackt. Irgendwie könnt ihr in den JCB-Radlader steigen, um so eine Ding, Bäume herumfahren. Wer? Jungs. Gehen bei 90%. Ja. Immer beim Werfen steht mir einer da oben im Weg. Kleinen kannst du besser in der Hand nehmen, Alex. Wie immer so. So, wie sieht's im Wald oben aus? Es wird lichter. Ja. Man sieht wieder den Wald. Boden. Oder der Bäume. Nee, ohne Bäume. Genau, gucken wir. Jo. Wie viel Prozent hast du, Ranzer? Ich habe 97, 98. Okay. Robert, du bist von mir oben? Ich bin hier oben. Wie gesagt, wenn ihr eine Mulde wegfahrt, immer Bescheid sagen, ne? Dass wir auch mal ein guter alter Server 2 Taktik mitschreiben können. Wieso? Baumstamm direkt über den Müll schneiden.
Können wir machen. So. Gott verflucht, scheiß Dreck hier, die. Er schaukelt aber. Was man hier auch hätte gut für eine Mannheim packen können. Ja, warte, diese. Hängen die drüber? Ich hab ja, kein Wort verstanden, leider. Die packen halt selber in der Klammer rum. Das ist schwierig. Es gibt ja so eine Mod, die zeigt, dass die mal ein bisschen lose machen. Die wäre hier jetzt. Ja, dann rücken praktisch. Sie aber mir hinten raus. Sie sehen jetzt schon, dass die nach hinten abhauen. Ja, ja. Und hauen und hauen und hauen. Und hau auf und schmeiß da hin. Ja, ja, warte, warte, warte. Warte mal. Das Teil mal reinrutscht hier, ne? Das kannst du knicken. Sieht aus, als wenn ihr Erfahrung habt hier. So. Du darfst. Dabei. Ach, ich schneid's hinten jetzt ab. Oh, Alex, gut abgelegt. Kann ich gleich mit reinschieben. Hast du hier vorne einen Drogen ab? Hab ich doch. Ach, du stehst mit mir am Traktor, entschuldige. Warte mal, erster so. Scheiße hier. Jungs, ihr achtet auf Folgenlänge. Natürlich. Ach ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir wieder fertig. In dem Sinne, bei Tino vorbeischauen, alles in der Videobeschreibung. Ja, 3 schalten minus 2 schalten, gleich einschalten. Oh, morgen wieder. Tschüss. Tschüss.